Hallo Yugi-Freunde, wir sind's wieder, euer Dirk und euer Robert. Und heute, passend zu unserer Duellserie Schattenpuppe gegen Himmelsjäger, das Deckprofil für Roberts Schattenpuppendeck. Viel Spaß! Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon das erste Duell von unserer Duellserie verfolgt und hat sich natürlich auch für das Deckprofil interessiert, für das Schattenpuppendeck in dem Fall. Deswegen auch ohne große Umwege wollen wir euch einmal vorstellen, wie der gute Robert seine Schattenpuppen aufgebaut hat. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und starten natürlich wie immer mit dem Main Deck. Ja, und zwar als zusätzliche Engine, beziehungsweise zusätzlichen Archetype zu den Schattenpuppen spiele ich die Beschworen-Karten. Ja, so machen natürlich ein bisschen ran, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Genau, dann seht ihr auch, wie schön die Karten glitzern. Ja. Ja. Und zwar als erstes spiele ich dann einfach dreimal den Alistair der Beschwörer, das einzige Main-Deck-Monster der Beschworen-Engine. Kann eine Beschwörung suchen, damit kann man eine wunderschöne Fusionsbeschwörung machen. Genau, also da habt ihr auch über das Beschworen-Thema auch eine Auswahl an wirklich extrem starken Fusionsmonstern. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass ihr das passende Material entweder auf der Hand oder im besten Fall auch auf dem Friedhof dann auch schon sinnvoll genutzt auf dem Friedhof liegen habt. Genau. Denn die Beschworen-Fusion zeichnet sich dadurch aus, dass wir auch Material von den Friedhöfen beider Spiele halt benutzen dürfen. Genau, leider nur, wenn wir ein Beschworen-Monster beschwören wollen, daher für die Schattenpuppen-Fusionsmonster nicht ganz so gut zu gebrauchen. Ja, der wesentliche Vorteil aber auch von der Beschwörungszauberkarte tatsächlich ist, dass wir auch nicht unbedingt Beschworen-Monster beschwören müssen. Also genau. Von daher haben wir da quasi eine flexible Option, um auf beliebige Fusionen halt zu gehen. Ja. Genau, aber trotzdem in dreifacher Ausführung ist Alistair grundsätzlich einfach Pflicht. In jeder Engine, wo halt die Beschworen-Engine quasi mit integriert werden soll, muss dreimal Alistair beschworen werden, einfach damit wir den Kollegen schnell halt ziehen und um unsere Fusionsbeschwörung halt durchführen zu können. Ja. Dann geht es weiter mit den Schattenpuppen. Ja, nämlich zweimal die Reh-Schattenpuppe Wendy. Mhm. Ist eine relativ neue Karte aus dem neuen Schattenpuppen-Structure-Deck. Mhm. Und sie hatte zwei wunderschöne Effekte, so wie jedes andere Schattenpuppen-Main-Deck-Monster auch. Sie hat einen Flip-Effekt und einen Effekt, falls sie durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden. Genau. Wir können grundsätzlich immer nur einen der beiden Effekte pro Spielzug benutzen und den auch nur einmal. Richtig. Die Wendy, ihre Effekte sind sehr ähnlich, nämlich als Flip-Effekt kann sie ein Schattenpuppen-Monster vom Deck in die offene oder verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Und falls sie durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, kann sie ein Schattenpuppenmonster vom Deck in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Genau, das ist halt ein sehr wichtiges Kombo-Bestandteil für viele interessante Spielzüge, die das Schattenpuppendeck halt wirklich aufziehen kann. Genau. Und damit lassen sich wirklich auch über die Wendy halt selber wirklich sehr, sehr starke, konstante Felder auch etablieren. Mhm. Wie das Ganze dann live funktioniert, könnt ihr dann in unseren Duellvideos nochmal näher verfolgen. Genau. Weil da ist wirklich eine ganze Menge Musik halt drin. Das kann man ganz klar festhalten. Und ja. Wendy ist hier kein unwichtiger Bestandteil. Auf zwei aber auch absolut ausreichend, denn auf drei wäre sie schon quasi halt ein bisschen zu viel. Ja, dann kann sie doch besser suchen, als von Anfang an auf der Hand haben. Genau, denn in meisten Fällen nutzt man sowieso eher ihren zweiten Effekt, um damit wirklich dann als Combo-Extender ein Monster vom Deck auf dem Spielfeld zu setzen und damit anderen Effekten, das beschworene Monster, das verdeckte, halt aufzudecken und damit den Flip-Effekt halt zu punkten. Wie ganz das Ganze genau funktioniert, da vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann auf einmal spiele ich die Nahl-Schattenpuppe Ariel. Genau. Und zwar auch die wieder zwei wunderschöne Effekte. Und zwar als Flip-Effekt kann man eins der verbannten Schattenpuppenmonster wählen und es verdeckt, in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören oder die offene Verteidigungsposition. Mhm. Ja. Genau, das ist halt wirklich das einzige oder eines der primären Ziele auch für unsere Schattenpuppe Wendy. Denn durch den Effekt von der Wendy setzen wir uns die Ariel, verbannen ein passendes Schattenpuppe-Monster durch eine andere Karte, dazu kommen wir gleich nochmal. Genau. Und können dann das verbannte Monster, was wir dann halt genutzt haben, durch den Effekt von der Nael-Schattenpuppe Ariel wieder aufs Spielfeld zurückholen. Ja. Das ist so der wesentliche Kern, wie das Ganze halt funktioniert. Genau, der zweite Effekt der Ariel, falls sie durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, kann man drei Karten in den beliebigen Friedhöfen wählen und sie verbannen. Genau, damit kann man halt... Und bis zu drei. Genau, damit kann man sich entweder ein passendes Schattenpuppenmonster von seinem eigenen Friedhof verbannen, um halt dann durch andere Effekte dieses halt wieder zurück aufs Spielfeld zu holen. Genau. Oder man kann den Gegner halt ein bisschen bei seiner Strategie behindern, insbesondere bei friedhofslastigen Decks ist es auch wirklich sehr praktisch. Mhm. Und da die entsprechenden Karten aus dem Friedhof halt rausmopsen. Also von daher, Ariel hier an der Stelle als Tech Karte wirklich sehr zu empfehlen. Dadurch, dass sie aber auch sehr gut spezialbeschwörbar ist, wollen wir sie auch nur einmal im Deck halt sehen. Ja. Dann reicht es auch vollkommen aus, denn normal setzen wollen wir in den meisten Fällen auch nicht, weil wir auch keine aktiven Effekte haben, die auch großartig viel Monster halt aufdecken können. Genau. So, dann zu den etwas älteren Schattenpuppenmonstern, nämlich zweimal das Schattenpuppe Ungeheuer.
Ja, kurz und knackig, wir dürfen mit dieser Karte halt Karten ziehen. Sollte er als Flip, also aufgeflippt werden, ziehen wir zwei Karten, werfen eine Karte ab. Genau. Sollte er durch einen Effekt auf den Friedhof gelegt werden, ziehen wir einfach nur eine Karte. Ja. Viel muss man dazu nicht sagen. Ganz einfach zum Ziehen, zweimal. Genau. Reicht vollkommen aus, denn als Level 5 Monster kann auch gerne mal ein bisschen tot auf der Hand rumschimmeln, wenn wir gerade keine Fusionskarte zur Hand haben. Deswegen reicht er auf 2 auch vollkommen aus. Ja. Dann ebenfalls zweimal der Schattenpuppe Squamata. Genau, auch ein wichtiges Kombo-Bestandteil in diesem Deck, was aber auch zweimal vollkommen ausreichend ist, denn wir haben halt wirklich genug Optionen, um uns Karten gezielt vom Deck auf den Friedhof zu legen. Genau. Und unser Squamata füllt hier unseren Friedhof weiter auf. Denn mit seinem Flip-Effekt können wir zum einen halt eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie einfach zerstören, in dem Fall ein Monster aber auch nur. Genau. Und mit seinem zweiten Effekt, sollte er auf den Friedhof gelegt werden durch einen Effekt, dürfen wir eine weitere Schattenpuppe-Karte auf den Friedhof jagen. Genau, und damit kann man dann noch weitere Sachen anstellen. Genau. Genau. Dann habe ich einmal einen Schattenpuppe-Drache, den man in erster Linie verwendet, falls man dann als zweites anfangen muss, zweites spielen darf. Und dann, falls er nämlich durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, darf man eine Zauber- oder Feindkarte vom Gegner wählen und zerstören. Ja, das ist eine nette Option auf jeden Fall. Genau. Und falls er aufgeflippt wird, darf man eine Karte wählen, die der Gegner kontrolliert und die einfach zurück auf die Hand geben. Ja, das ist auch eine sehr coole Karte, denn insbesondere gegen Karten, die ja nicht zerstört werden können, ist dieser Effekt auch sehr hilfreich. Voraussetzung dafür ist, das Monster muss als Ziel gewählt werden können. Genau. Das heißt, ein rotiger, dunkler Dragoner, der lächelt über so eine Karte. Stimmt. Der rennt da einfach drüber her. Genau. So, dann habe ich noch einmal einen wunderschönen Schattenpuppen-Falco. Zwar ja, wenn er aufgeflippt wird, dann darf er ein Schattenpuppenmonster vom Friedhof wählen und in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Genau. Falls er durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, dann darf er sich selber wieder vom Friedhof in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Genau, nochmal so ein bisschen Feld nochmal volllegen, um sich im Zweifelsfall halt schützen zu können gegen den Gegner. Ja, zumal ist immer nur ein Schattenpuppenmonster, ein Finsternismonster. Selbst wenn er verdeckt liegt, darf man ihn für eine Fusionsbeschwörung benutzen. Genau. So hat man dann noch wieder ein Material mehr, was auf dem Feld liegen würde. Richtig. Und als letztes Schattenpuppenmonster im Main Deck ist ein Schattenpuppen-Igel. Und zwar, wenn er geflippt wird, dann kann man eine Schattenpuppe-Zauber- oder Fallenkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Ja, das ist schon mal eine ganz wichtige Karte, um sich beispielsweise eine Schattenpuppen-Fusion zu suchen. Genau. Oder auch das Schnellzauber-Pendant, die L-Schattenpuppen-Fusion. Aber genau. Das Structure Deck hat noch ein paar interessante Fallenkarten mitgeliefert, die potenziell auch suchbar wären. Genau, und falls er durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, dann kann man ein Schattenpuppen-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Ja, was auch in einigen Situationen ganz hilfreich sein kann, wenn man halt eine Fusion vorbereiten möchte. Genau. Da das Deck relativ anfällig ist, auch für andere Monstereffekte, muss man den Gegner natürlich auch noch ein bisschen daran hindern, dass er was macht. Dafür benutzt man dann einfach Handfallen. Ich habe mich falsch sortiert. Moment. Und zwar habe ich hier dann dreimal die gute alte Aschenblüte und Freudiger Frühling. Ja, also wenn es um Thema Handfallen geht, dann ist die Nummer 1 ganz klar Aschenblüte und Freudiger Frühling. Ja. Denn so universal einsetzbar, wie sie einfach halt ist, muss man sie in einem Deck, wo man entsprechend Platz hat und den Gegner auch ein bisschen halt zurückhalten zu können, einfach Aschenblüte halt leider spielen, wenn man das auf größeren Events halt auch wirklich ein bisschen erfolgreicher halt spielen möchte, so ein Deck. Man kann auf diese Karte aber letzten Endes in Fun-Kreisen auch verzichten und da ein bisschen mehr Stabilitäts- und Konstanzkarten halt reinpacken, à la zum Beispiel Verlockung der Finsternis, denn das Schattenpuppen-Team-Deck ist ja hauptsächlich ein Finsternis-Thema. Genau. Oder auch andere Karten, die gezielt halt unsere Monster auf den Friedhof legen, um da auch unsere Kombo-Spiele halt dann loszutreten, mehr oder weniger. Genau. Und dann habe ich noch ein Handfallen-Monster, und zwar dreimal die gute alte Effektverschleierin. Genau, die ist noch ein bisschen erschwinglicher und trotzdem noch universell sehr gut einsetzbar, insbesondere wenn man das Problem hatte, dass der Gegner ganz gerne mal über eine Raubpflanze Werte Anaconda einen rotäugigen dunklen Dragoner beschwören möchte, ist die Effektverschleierin hier die Option Nummer 1, um genau so etwas zu verhindern. Genau. Problem gegen Sky Striker, also den Himmelsjäger, wo es sich antreten muss. Gerade die Ray kann man damit leider nicht verhindern, denn sie kann sich selber als Tribut anbieten, dann ist sie weg. Genau. Und das ist ein bisschen doof, aber... Ja, trotzdem ist das Einsatzgebiet von der Effektverschleierin noch mehr als groß genug, um da wirklich dem Gegner potenziell dann ein paar Steine in den Weg zu werfen. Genau. Dann habe ich eine Karte, zwei Karten eigentlich, ich lege sie direkt zusammen hin, die ich eigentlich nicht spielen wollte, da das Deck von Dirk aber doch sehr stark ist, habe ich mich dann leider doch dazu entschieden, durch den kleinen Tipp von dem guten Dustin,
ich mich dann dazu verleiten lassen, dann die Fusionsmaterialien von den rotäugigen dunklen Dragoner zu spielen, nämlich den dunklen Magier und den rotäugigen schwarzen Drachen. Genau, das sind aber auch Optionen, die man wirklich nur dann spielt, wenn man auch wirklich die Möglichkeit hat, den rotäugigen dunklen Dragoner zu beschwören. Denn in vielen Fällen ist es wirklich so, dass man auf einem Spielfeld halt endet im Schattenpuppendeck, dass dann zwei Effektmonster letzten Endes halt übrig hat. Die kann man halt dann zu einer Raubpflanzewerte Anaconda weiterverarbeiten und genau. Dann über die beiden Monster dann die Möglichkeit, den Dragoner halt zu beschwören. Wer darauf verzichten möchte, darf das natürlich sehr gerne tun, einfach um da auch die Spielfreude dann gerade in solchen Freundschaftsspielchen so ein bisschen halt hochzuhalten. Ich werde versuchen, ihn nicht in jeder erdenklichen Situation zu beschwören. Ja, das auf jeden Fall. Also von daher, wenn man sich da den Frust des Gegners halt nicht zu sehr generieren möchte, verzichtet man auf diese beiden Kollegen. Okay. Machen wir mal weiter mit den Zauberkarten. Ja, so schlimm kann das nicht sein, weil noch mag er mich. Doch. Ja. Das kann ich bedenkenlos sagen. Die schöne Feldzauberkarte der Beschworenmonster, nämlich die magische Schmelze. Genau, sie ist auch ein wichtiges Kernelement für unsere Fusionsbeschwörung, denn sie ist in der Lage, uns den Alistar der Beschwörer aus unserem Deck zu suchen. Genau. Hat aber noch einen weiteren wesentlichen Vorteil. Sie beschützt nämlich unsere Fusionsbeschwörungseffekte. Das heißt, solange die magische Schmelze auf dem Spielfeld liegt, kann der Gegner unsere Effekte von Fusionsbeschwörung halt nicht annullieren. Genau. Zusätzlich kann der Gegner nicht auf erfolgreiche Fusionsbeschwörungen reagieren. Mhm. Somit ist auch ein reißender Tribut oder eine bodenlose Fallgrube da ziemlich nutzlos. Genau. Wichtige Anmerkung, die man an der Stelle vielleicht noch treffen sollte, ist, den Effekt von der Raubpflanze-Werte Anaconda kann die magische Schmelze nicht schützen. Genau, denn die Raubpflanze-Werte Anaconda selber per se führt keine Fusionsbeschwörung durch, sondern kopiert nur Effekte von Karten, genau, die Fusionsbeschwörung durchführen. Im Endeffekt legt sie einfach nur eine Karte vom Deck auf den Friedhof und kopiert ihren Effekt. Genau, von daher, magische Schmelze plus Raubpflanze-Werte Anaconda funktioniert leider nicht. Damit kann der Gegner halt dann trotzdem noch ruhig dazwischen funken. Ja. Ja. Dann, ein Landform, da die magische Schmelze doch sehr gut ist in diesem Deck. Soll ich dazu großartig sagen? Sie kann eine magische Schmelze suchen. Oder genau. Jede andere Feldzauberkarte, ich spiele nur die eine. Genau, also von daher, da ist der Zweck letzten Endes relativ simpel. Man sucht sich die magische Schmelze und fertig. Die Karte hat auch nur eine Zeile Text, also muss sie gut sein. Ja, das kennt man schon von Topf der Gier, ne? Genau. So, dann spiele ich zweimal die Beschwörung. Ich würde drei spielen, obwohl ich spiele nur zwei, auch wenn ich drei in Ulti habe. Mhm. Aber ich wollte das Deck gerne auf 42 Karten lassen. Das war so die einzige, wo ich wirklich sagen konnte, da kann ich mich doch von trennen. Ja, so oft wird der Alistar dann nur, ich nehme eben nicht annulliert. Mhm. Ist jetzt leider doch passiert in einem der Duelle. Aber ich hatte sie eine schon auf der Hand, also war es ganz egal. Genau. Zwei sind in den meisten Fällen auch alle relativ gut ausreichend, denn genau. Man kriegt relativ gut an den Alistar halt relativ auch durch. Also in den meisten Fällen versucht der Gegner auch. Wenn er es hat, dann sie annullieren kann, den Alistar, dann ist es halt okay, dann passiert es halt. Ja. Aber man kommt relativ schnell in neue Chance, sich die Beschwörung halt zu suchen. Und das Problem ist halt auch, zu oft möchte man diese Karte halt auch nicht auf der Hand sehen. Genau. Denn man braucht ja auch das entsprechende Material in Form von einem Alistar der Beschwörer, wenn man halt nicht noch mehr auf entsprechende Fusion halt gehen kann und möchte. Deswegen ist auf zwei in den meisten Fällen die Beschwörung auch vollkommen ausreichend. Mal kann sie sich selber recyceln, also ja, von auf drei wird sie nicht unbedingt benötigt. Genau. Dann machen wir weiter mit den guten Fusionskarten, nämlich haben wir hier dreimal die Schattenpuppen-Fusion. Genau. Was wäre ein Schattenpuppen-Fusionsthema ohne die zugehörige Fusionskarte und auf dreimal auch absolute Pflicht? Genau. Insbesondere, weil wir den wesentlichen Vorteil haben, sollte der Gegner ein Monster, das vom Extra-Deck spezial beschworen ist, auf dem Spielfeld liegen haben, dann dürfen wir auch unser Fusionsmaterial aus unserem Deck halt verwenden und nicht nur auf Spielfeldseite und Hand. Genau, und das macht den wesentlichen Nachteil von Fusion, dass das Material braucht, dann relativ einfach, wenn man das Material vom Deck benutzt. Ja. Genau, kritisch wird das Ganze halt nur, wenn der Gegner keine Extra-Deck-Monster spielt oder man halt anfangen muss. Genau, dann ist aber der dann, Effekt zumindest erstmal hinfällig, aber man kann sie trotzdem für eine Fusionsfusion benutzen. Genau, und der wesentliche zweite Vorteil ist von Schattenpuppenfusion, wir triggern damit die Effekte von unseren Fusionsmaterialmonstern, weil sie halt auf den Friedhof durch einen Effekt gelegt werden, in dem Fall von dem Fusionszaubereffekt. Genau. Dann kommen wir noch zu der weiteren Schattenpuppenfusion, nämlich die L-Schattenpuppenfusion. Hm. Und sie ist im Grunde eine Polymerisation, direkt zugesehen für die Schattenpuppenmonster. Mhm. Zusätzlich ist sie aber eine Schnellzauberkarte, was dann auch im Spielzug des Gegners gut verwendet werden kann. Okay. Das kann relativ gut sein, um beispielsweise einige seiner eigenen Karten halt zu schützen, wenn sie potenziell durch einige Karten gefährdet sind, wie beispielsweise ein Himmelsjäger Mech-Witwenanker. Und wenn halt die Gefahr droht, eines unserer starken Monster soll halt geklaut werden. Oder auch eine Gedankenkontrolle kann da auch ein ganz gutes Beispiel halt sein. Genau. Kann man halt das entsprechende Monster mal eben schnell wegfusionieren und schon ist die Gefahr mehr oder weniger ein bisschen reduziert zumindest. Ja. Und dann zur vorletzten Fusionskarte,
dreimal die super Polymerisation, ja. Einfach weil diese Karte super stark ist. Ja, sie kann auch Monster vom Gegner wegfusionieren. Das ist auch gegen einen dunklen Roder, gegen dunklen Dragoner sehr gut. Den macht man dann einfach damit weg, da kann er sich nicht gegen schützen. Richtig. Der Gegner kann auf die Karte nicht reagieren. Man muss leider dafür eine Handkarte abwerfen, ja. Was als Kosten sind. Da würden die Schattenpuppeneffekte sich dann leider nicht aktivieren. Aber ja. Es ist einfach die stärkste Fusionszauberkarte, die wir momentan halt spielen können. Und dadurch, dass sie auch auf dreimal erlaubt ist, sollten wir sie auch tatsächlich dreimal spielen. Genau. Denn selbst wenn wir halt nichts haben, was wir beim Gegner halt uns wegmopsen dürfen, haben wir immer noch ausreichend genug andere Karten, die wir halt selber verwenden können, um halt die super Polymerisation nutzen zu können. Genau. Und zur letzten Fusion ist einmal die rotäugige Fusion. Die braucht man mit der Werte Anaconda dann für den dunkelrotäugigen Dragoner. Genau, muss man mittlerweile nicht mehr viel verlieren. Die Kombo sollte eigentlich relativ gut bekannt sein, aber genau. Ansonsten halt, wie gesagt, ist diese Karte halt das allgegenwärtige, wichtige Bestandteil, um den Dragoner zu beschwören. Ja. Hier nochmal auf jeden Fall die wichtige Anmerkung, dass man auch unabhängig davon, wie viele Monster man halt vorher beschworen hat, man trotzdem den Effekt der rotäugigen Fusion über die Werte Anaconda nutzen kann, um halt noch den Dragoner zu beschwören. Denn die rotäugige Fusion hat zwar eine Einschränkung, dass man in dem Spielzug, wo sie aktiviert wurde, keine Monster beschwören darf, keine anderen, außer genau. Das Fusionsmonster. Diese Einschränkung gilt allerdings nur für die Aktivierung der Zauberkarte selber. Das heißt... Genau, nicht für die Aktivierung des Effektes oder die Kopie des Effektes. Genau, das ist halt wirklich eine wichtige Eigenschaft, wo auch viele mal eine Regelfrage haben. Warum kann ich eigentlich die rotäugige Fusion quasi jetzt verwenden, obwohl ich im Vorfeld halt schon mindestens 2 oder 3 Monster beschworen habe? Genau. Der Grund ist einfach wirklich, wie gesagt, ganz einfach. Die Einschränkung für das Beschwören der Monster gilt nur für die Aktivierung dieses Zaubers selber, aber nicht für das Kopieren dieses Effektes, weil es halt nicht zum Fusionseffekt gehört. Genau. So, dann habe ich hier noch einmal einen Topf der Trägheit. Mhm. Falls das Spiel mal ein wenig länger dauert, was gerade jetzt in diesem Fall gegen Himmelsjäger doch passieren kann, kann man sich 5 Monster im eigenen Friedhof wählen, zurück ins Deck mischen und 2 Karten ziehen. Damit genau. Kriegt man auch Material wie Schattenpuppenkarten, Schattenpuppenmonster wieder zurück ins Deck. Auch einen Alistair kann man wieder zurückmischen, falls der dann im Friedhof liegt. Ja. Oder auch Extra-Deckmonster kriegt man wieder zurück. Das ist halt richtig. So, man kann sich wieder gut Material zurückholen. Einziges Problem ist halt wirklich tatsächlich dann, wenn eine der 5 gewählten Karten dann vor der Auflösung des Topfes halt verbannt wird, weil wir explizit alle 5 Karten, die wir gewählt haben, ins Deck mischen müssen, um auch entsprechend Karten ziehen zu dürfen. Spielst du da jetzt auf die letzte Duellserie von uns an? Vielleicht. Okay. Dann eine wunderschöne Karte, neuerdings dann doch wieder bei uns erlaubt, der Harpyen Flederwisch. Ja, der beste Zauber- und Fallen-Removal ja, unter den Sternen, würde ich mal glatt behaupten. Genau, er zerstört einfach alle Zauber- und Fallenkarten, die der Gegner kontrolliert. Ganz simpel, eine Zeile Text und 2 Wörter. Das ist, die Karte muss gut sein, sie ist gut. Das ist eine Regel in diesem Spiel. Ja, wenig Kartentext heißt gute Karte. Richtig. Und dann zu guter Letzt das eine traurig alleine vom Grab gerufen, das gegen ein Deck mit so vielen Handfallen, wie Dirk es in diesem Fall spielt, doch dabei sein muss. Ja. Auch wenn sie auf einzelne Mal leider nicht ganz so oft vorkommt. Genau, denn das Schattenpuppendeck hat eine wesentliche Schwäche. Die ein oder andere Handfalle im falschen Augenblick kann schon mal einen ganzen Zug halt relativ schnell zerstören. Genau. Insbesondere die Schattenpuppenfusion, wenn die halt annulliert wird, dann steht man ganz gerne mal ein bisschen nackig halt dann vor der Tür. Dann kommen wir zu den letzten 2 Fallenkarten. Eine davon ist die Resch Schattenpuppen-Inkarnation. Und falls sie aktiviert wird, dann kann man ein Schattenpuppenmonster im Friedhof wählen und dann kann man es verdeckt in die Verteidigungsposition beschwören. Quasi halt eine spezielle Wiedergeburt, nur halt, dass wir das Monster halt verdeckt beschwören dürfen. Nee, sogar auch offen, aber es muss halt in die Verteidigungsposition beschworen werden. Gut, also etwas schwächere Wiedergeburt, aber trotzdem eine nicht zu verachtende Karte. Aber auch der Zweiteffekt mehr oder weniger dieser Karte ist nicht zu verachten. Genau, man kann sie und eine weitere Schattenpuppenkarte vom Friedhof verbannen und dann entweder ein verdecktes Monster, was man kontrolliert, aufdecken oder ein offenes Monster, das man kontrolliert, zudecken. Genau, das Ganze macht insofern eine ganze Menge Spaß, wenn man das Ganze mit der Nael-Schattenpuppe Ariel kombiniert, die man sich im Vorfeld auf das Spielfeld verdeckt gesetzt hat, beziehungsweise verdeckt spezial beschworen hat. Weil dann hat man die Möglichkeit, die Resch-Schattenpuppen-Inkarnation, beispielsweise mit einem Schattenpuppen-Konstrukt, was auf dem Friedhof liegt, zu verbannen, um dementsprechend die Ariel aufzudecken und so über den Effekt von der Ariel das verbannte Konstrukt wieder aufs Spielfeld zu holen. Genau. Was dann wieder den Effekt des Schattenpuppen-Konstrukts aktiviert. Ja. Also von daher hier so die Kernkombination, die man im Prinzip halt mit diesem Deck halt hier vornehmlich hat durchführen möchte, die auch wirklich das Feld wieder ein bisschen halt neu aufbauen kann. Ja. Und zu guter Letzt noch eine einsame unendliche Unbeständigkeit. Sie ist halt schön, wenn der Gegner dann doch so Monstereffekte annullieren kann, gerade so mit dem vom Grab gerufen. Ja. Falls der Gegner dann anfängt, man muss ihn ja irgendwie aufhalten und die unendliche Unbeständigkeit ist dann gar nicht so schlecht, auch sowas wie gegen eine Apollosa oder ähnliches. Genau.
Ansonsten als kostengünstigere Alternative kann man auch sowas wie einen verlorenen Wind halt spielen. Die macht effektiv das gleiche, annulliert auch hier an der Stelle halt einen Monster-Effekt, halbiert sogar noch die Angriffspunkte zusätzlich, was auch nicht zu verachten ist. Wesentliches Problem bei der Karte ist, man kann sie halt nicht auf der Hand aktivieren, wenn man halt selbst keine Karten auf dem Spielfeld liegen hat. Deswegen ist die Unbeständigkeit quasi, wenn man halt als zweites beginnt, eine sehr gute Option, um das gegnerische Spiel im ersten Zug halt zu unterbrechen. Und nichtsdestotrotz, als günstige Alternative, wie gesagt, verlorener Wind kann man hier ganz gut anbringen, wenn man halt sich eine Unbeständigkeit halt nicht leisten kann. Genau. Das war es dann auch schon mit dem Main-Deck. Dann machen wir noch mit dem Extra-Deck weiter, würde ich sagen, weil das ist auch nicht ganz unwichtig, denn ein Fusionsdeck ohne Fusionsmonster macht nicht ganz so viel Sinn. Das stimmt. Wir fangen aber mit den Link-Monstern an, nämlich den guten kleinen Hoppelhasen, den Großsalamander Almirage. Ja. Der wird im Endeffekt nur für seinen Typ und seine Eigenschaft benutzt, nämlich kann ihn beschwören, indem man ein Alistair dafür als Linkmaterial benutzt. Er ist Cybers Feuer, was wichtig ist für einen Purgatrier zum Beispiel, von den Beschworenmonstern. Genau. Außerdem benutzt man ihn dann einfach, um weiterzugehen, falls man keine passenden Materialien hat, kann man da aus ihm nämlich dann einfach eine sichere Wache machen, die ein Cybers Linkmonster braucht. Sie ist zufällig Licht, so kann man sich ganz schnell mit einer Normalbeschwörung von einem Alistair Material sichern für einen Mechaber. Genau, also eine ganz wichtige Standardkombination, wenn man irgendwo die Schattenpuppen, Beschworen-Engine quasi mit integriert hat. Diese zwei Karten sind quasi halt Pflicht, um wirklich dann am ersten Zug auch sicherstellen zu können, selbst wenn der Gegner oder man selber kein passendes Lichtmonster am Friedhof liegen hat, dass man trotzdem halt noch auf den beschworenen Mechaber kommt. Genau. Dann haben wir die böse Schlange im Raum, die Werte Anaconda. Ja, die wahrscheinlich momentan größte Problemkarte, wenn es darum geht, halt, wenn man gegen den dunklen Rot oder gegen dunkle Dragoner halt spielen muss. Mhm. Denn die Raubpflanze Werte Anaconda ist wirklich die Quelle allen Übels letzten Endes. Ja. Sie ermöglicht es uns ohne große Probleme und für den Preis von 2000 Lebenspunkten, was heutzutage nicht mal unbedingt wirklich viel ist, genau dieses gefürchtete Bossmonster auf das Spielfeld zu legen. Und einfach nur zwei Effektmonster, das sollten die meisten Decks ohne Probleme so aufs Feld bekommen. Das ist richtig. Und dann haben wir noch ein wunderschönes Strickschaf. Genau, die ist insofern eine ganz gute Tech-Karte, weil sie hier auch wieder mit unserem Fusionsthema sehr gut harmoniert. Denn im Falle einer Fusionsbeschwörung in eine Zone, auf die unser Strickschaf zeigt, dürfen wir ein Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von unserem Friedhof wiederholen. Das ist zum Beispiel hilfreich, um uns weiteres Fusionsmaterial zu generieren oder auch, um auf unser Feld ein bisschen offensiv weiter aufzubauen. Denn hier haben wir die Möglichkeit, dann auch mal unsere verbrauchten Schattenpuppenmonster der Stufe 4 oder niedriger, gerade Squamata oder Drache, sind ja auch noch relativ gute Beatsticks mit 1800 bzw. 1900 Angriffspunkten. Genau. Und kann halt hier sein Feld ein bisschen wieder auffüllen für neue andere Kombinationen oder um auf eine größere Linkbeschwörung zu gehen. Genau. Also von daher Strickschaf in einem fusionslastigen Themendeck absolut zu empfehlen als einzelne Einmal-Tech-Karte quasi. Genau. Und als letztes Linkmonster habe ich dann noch eine Apollosa, Bogen der Göttin. Falls das gegnerische Deck dann nicht ganz so vollgestopft ist mit bösen Zauberkarten wie Dirks Deck, dann kann man mit der Apollosa in dem ersten Zug doch eine schöne Negator dahinlegen, der in den meisten Fällen 3 oder 4 Monstereffekte annullieren kann. Ja, genau. Also von daher muss man nicht viel zu sagen. Ja, genau. Ja, die Hoffnung ist ja, beziehungsweise die Hoffnung ist gar nicht mal unbedingt klein geworden, nämlich mit dem kommenden erscheinenden Premium Gold Set kriegen wir auch ein Reprint von der Apollosa. Das Set heißt Maximum Gold. Die Goldkarten da drin heißen aber Premium Gold. Ja, genau. Rare, was ein bisschen wenig Sinn macht, da wir schon ein Premium Gold Set hatten. Das finde ich ein wenig seltsam. Ja, genau. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, wir haben die Möglichkeit hier über einen hoffentlich günstigeren Reprint dieser Karte halt reden zu können. Genau. So, dass halt Apollosa quasi für jeden halt greifbar ist. Denn Apollosa ist wirklich als Link 4 Monster, das halt wirklich potenziell bis zu 4 Monstereffekte annullieren kann, wirklich eine sehr starke Tech-Karte. Also für Decks, die anfangen, wirklich ungeschlagen, glaube ich. Ja. Und dann kommen wir zu den Fusionsmonstern. Als erstes den bösen Buben im Haus, den rotäugigen dunklen Dragoner. Genau. Ich mag die Karte mittlerweile, ich finde sie voll toll. Ja, sie ist einfach eines der absolut mächtigsten Fusionsmonster, das uns jemals über die Füße quasi halt ja, stolziert ist, muss man ja schon fast sagen. Dass wir ins Gesicht geklatscht bekommen haben. Eigentlich schon, denn wir müssen halt nicht großartig viele Worte verlieren. Er kann nicht als Ziel gewählt werden für Karteneffekte, er kann nicht zerstört werden für Karteneffekte. Er kann je nach Fusionsmaterial bis zu 2 Monster des Gegners zerstören, ohne dabei zu zielen. Fügt außerdem noch die Grundangriffsstärke des Monsters, das er zerstört hat, als Schaden halt oben drauf zu. Das kann dann auch jeden Zug so oft tun. Genau, und ja, sollte der Gegner es dann trotzdem noch irgendwie wagen, eine Karte oder einen Effekt zu aktivieren, die potenziell unseren Dragoner halt vom Feld nehmen möchte, sagt er einfach nein, indem er einfach eine Karte abwirft. Kann dann die Aktivierung sogar annullieren, was auch dann halt im Damage-Step funktioniert. Und er bekommt dann sogar noch 1000 HTK dazu, die auch noch dauerhaft sind. Und mit 3000, mit denen er anfängt, ist er eh schon nicht klein. Das ist halt richtig. Also von daher haben wir hier wirklich das, das Big Daddy-Monster vor dem Herrn. Genau. Falls ihr den wegkriegen wollt vom gegnerischen Feld, rennt drüber her mit viel Angriffspunkten oder fusioniert ihn weg mit der Super-Polymer.
Organisation. Genau. Oder lockt den Annullierungseffekt und spielt dann noch mystische Mine. Da freut sich der Gegner auch. Ja, genau. Oder ja, Dirks, Dirks vorzugsweise Methode, spielt einfach Kaijus. Genau, das macht auch eine ganze Menge Spaß. So, dann spiele ich bei den Schattenpuppen-Fusionsmonstern zweimal die Schattenpuppe Winder. Die verhindert einfach, dass der Gegner zu viel auf sein Feld beschwört, denn sie sagt, beide Spieler dürfen nur noch einmal pro Spielzug spezial beschwören. Mhm. Zusätzlich was, kann sie nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Genau, das sind zwei wichtige Eigenschaften, die wir hier durch die Elschattenpuppe Winder halt bekommen, weil sie halt gerade kombolastige Decks, die auf viele Spezialbeschwörungen setzen, einfach direkt mal klein halten kann. Mhm. Und mit ihren 2200 Punkten kann sie auch zumindest halt die kleineren Monster, die kleinen Stufe 4 oder niedrige Monster noch relativ gut halt von sich zurückhalten. Und die Tatsache, dass sie durch Karteneffekte des Gegners halt nicht zerstört werden kann, ist auch noch eine wichtige Eigenschaft, die ja dafür sorgen, dass so ein Monster nicht mal so eben entsorgt werden kann. Genau, außerdem braucht sie ein finsteres Monster zusätzlich zu einem Schattenpuppenmonster. Und davon haben wir mehr als genug im Deck. Genau, dafür haben wir genug im Deck, der Gegner oft genug im Deck und auch so ein dunkler Dragoner ist ein Schattenpuppenmonster. Falls man dann also eine super Polymerisation benutzen kann, dann ist der ganz schnell weg. Seit wann ist der Dragoner ein Schattenpuppenmonster? Der ist ein Finsternismonster. Finsternis, Schatten ist auch Finsternis. Ja, ja, genau. Okay. Machen wir mal weiter. Machen wir weiter mit einem Lichtmonster, das ist ein wenig heller. Das ist Schattenpuppe-Konstrukt. Genau, sie ist auch eigentlich quasi das erste wirkliche Bossmonster von den Schattenpuppenkarten, denn wenn sie beschworen wird, dürfen wir als erstes mal eine Schattenpuppenkarte von unserem Deck auf den Friedhof legen, genau, was so ein bisschen unsere Kombo-Kette halt vorantreibt. Ja. Zum anderen hat sie aber auch wirklich einen sehr starken Effekt, wenn sie halt kämpfen sollte, denn am Beginn des Damage-Steps kann sie ein spezial beschworenes Monster, gegen das sie kämpft, einfach mal ohne ja, eine Schadensberechnung durchführen zu müssen, einfach so stumpf zerstören. Beziehungsweise sie kann es nicht nur, wenn sie gegen ein spezial beschworenes Monster sogar kämpft, muss sie es. Es ist genau nicht optional, das Monster wird, das Gegner wird zerstört. Genau. Und selbst wenn der Gegner schafft, sollte unser Konstrukt loszuwerden, geraten wir nicht wirklich großartig in Nachteil, denn sollte sie auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir uns eine Schattenpuppe Zauber der Falle vom Friedhof wieder zurück auf die Hand nehmen. Genau, das kann die Winder übrigens nebenbei auch, das haben wir gerade vergessen, aber ja, genau. Gut. Dann kommen wir zu den beschworenen Fusionsmonstern. Genau, denn die sind nicht ganz unwichtig für unser beschworen Thema. Genau, einmal der beschworene Kaliga. Der kann nämlich verhindern, dass er sagt einfach, jeder Spieler darf pro Runde nur einen Monstereffekt aktivieren und selbst falls die Aktivierung annulliert wird, zählt es dazu. Er ist ein wenig komisch geschrieben. Ihr könnt den Kartentext ja gerne mal durchlesen. Mhm. Er ist nicht ganz einfach geschrieben. Es ist ein wenig seltsam geworden. Aber wie gesagt, in Kurzform, beide Spieler dürfen pro Spiel nur einen Monster-Effekt halt aktivieren oder es zumindest halt versuchen. Also von daher hier nochmal ein sehr guter Control-Faktor mit 1800 Verteidigungspunkten und noch relativ stabil in der Verteidigung, insbesondere wenn man ihn halt im ersten Spielzug auf das Spielfeld bekommt. Genau. Zusätzlich darf der Gegner nur mit einem Monster angreifen und falls er dann nicht auf 2800 Punkte kommt, kann man ihn, den Kaliga, sogar noch mit einem Alistar einfach schützen. Richtig. Dann kommen wir zu dem guten Feuermann, der beschworene Purgatrio. Genau, auch mal ein kleiner Multi-Angreifer, denn er darf jedes gegnerische Monster einmal angreifen und das Ganze macht er sogar mit durchschlagenden Kampfschaden. Genau, zusätzlich bekommt er 200 Angriffspunkte für jede Karte, die der Gegner kontrolliert. Genau, dazu zählen auch Zauber- und Fallenkarten. Ja. Das heißt, pro Karte, die der Gegner dann aufs Spielfeld legt, beschenkt unser Purgatrio uns mit zusätzlichen Angriffspunkten. Genau. Dann kommen wir zu dem Maschinenwesen, einem beschworenen Mechabar, der tatsächlich Maschine ist. Ja. Genau, der kann einmal pro Spielzug den Effekt die Aktivierung einer Karte des Gegners annullieren, indem er dieselben Kartentyp, also Monster, Zauber oder Falle abwirft und dann darf er sogar die gegnerische Karte verbannen. Ja, auf jeden Fall eine praktische Karte, um sein eigenes Feld noch ein bisschen weiter zu schützen, beziehungsweise um sich ein starkes Control-Feld halt aufzubauen. Selbst wenn man halt mit einem Alistar als Normalbeschworen halt anfängt, kriegt man ja über die Link-Kombo, die wir gerade auch kurz erklärt haben, relativ einfach diesen beschworenen Mechabar auf das Spielfeld. Genau. Ja, wer noch ein bisschen mehr auf Level 9 Monster halt auch setzen kann, hat auch die Möglichkeit, quasi über den Mechabar zusammen mit einem zweiten Level 9 Monster auch einen Warenkönig aller Katastrophen zu bauen. Genau, das ist tatsächlich sogar eins meiner Lieblingsmonster. Spiele ich in diesem Deck aber nicht, weil zwei Mechabar aufs Feld zu bekommen ist schon ein bisschen schwierig. Gleichzeitig zumindest ist in diesem Deck relativ schwierig. Genau, trotzdem ist halt Mechabar das wirklich stärkste der beschworenen Fusionsmonster auf zweimal auch vollkommen ausreichend, denn viel öfter sieht man ihn sowieso halt nicht auf dem Feld. Und dann zu guter Letzt noch eins meiner Monster, das ich in der letzten Zeit doch sehr zu schätzen gelernt habe, den beschworenen Elysium. Erster Linie für seine Materialien, denn er braucht ein beschworen Monster. Das kann zum Beispiel ein verbrauchter Mechabar sein. Und ein Monster, das vom Extra-Deck beschworen wurde. Und mit einer super Polymerisation kann man da beim Gegner eine ganze Menge machen. So, beispielsweise auch ein Dragoner wegfusionieren. Zum Beispiel. Also das Einsatzgebiet von dem Elysium ist wirklich sehr, sehr groß.
Ja, auch mit seinen weiteren Effekten kann er noch eine ganze Menge Unsinn halt anstellen. Da werden wir aber jetzt nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Genau, stellt auf Pause, lest euch den Effekt eben durch. Genau, von daher hier nochmal eine kleine geheime Tech-Karte, die definitiv ein Blick wert sein sollte. Genau. Und in jedem beschworenen Deck auch durchaus seinen Platz finden dürfte. Ja. Ja, damit hätten wir das Deckprofil von unserem Schattenpuppendeck ja nochmal durchgekaut. Falls ihr das Deck nochmal live in Aktion erleben wollt, dürft ihr auf jeden Fall unsere Duellserie nicht verpassen. Das erste Duell dürfte auch schon online sein. Ja, ich glaube wohl. Also von daher, da gerne mal auf unseren Kanal nochmal in den Duellserie-Bereich nochmal reinschauen, falls es gerade nicht im aktuellen Ticker unterwegs ist. Ja. Ne, Duell 2 und 3 werden da auch noch relativ schnell an den kommenden Sonntagen halt folgen. Genau. Also von daher holt ihr da ein bisschen Inspiration und ja, jetzt wollen wir auch ganz gerne mal von eurer Seite wissen, habt ihr vielleicht noch Ideen und Vorschläge, wie man das Schattenpuppendeck noch ein wenig anders bauen kann? Habt ihr Vorschläge, Ideen oder noch andere, ja, Builds nochmal dafür? Vielleicht habt ihr noch ein paar nette Ideen für uns. Schreibt mal ein paar coole Kommentare. Ja, schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Beitrag und dann vergesst auch nicht, dann demnächst das Deckprofil von meinem Himmelszimmer-Deck euch nochmal anzugucken. Falls das nicht schon draußen ist. Wir wissen ja nicht, welches jetzt zuerst kommt. Genau, von daher da nochmal gerne reinschauen, auch da nochmal ein paar Vorschläge unterbreiten. Wir freuen uns über jeden Beitrag von eurer Seite. Genau. Und dann heißt es, ja, viel Spaß beim Reingucken in die anderen Videos und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.